Die Dach- und Holzbau heute in Donaueschingen zur Veranstaltung Einblastechnik 4.0. Eine Veranstaltung von drei Unternehmen. Einmal Isocell. Ich habe bei mir den Geschäftsführer Herrn Anton Spitaler. Hallo. Dann habe ich bei mir den Geschäftsführer von der Firma Weinmann, den Hans-Bert Ott. Guten Tag, Herr Ott. Und ich habe bei mir den Herrn Claudio Atoma, den Geschäftsführer von Gutex. Und bei uns ist auch noch der Herr Meier vom Ingenieurbüro im Holzbau. Erste Frage an Herrn Ott. Zusammen mit dem Hersteller Isocell haben Sie eine Möglichkeit entwickelt, Holzrahmenkonstruktionen effizient zu dämmen. Wie kamst du der Zusammenarbeit, Herr Ott? Wir haben die Platte gesehen, wie sie funktioniert im manuellen Betrieb. Und die Technologie an sich, das ist genau das, was der Markt eigentlich braucht, dass man lose Dämmstoffe einbringt, ob das Zellulose ist, ob das Holzfaserdämm, ob das auch die Mineralwolle ist, ganz egal, die Flexibilität ist entscheidend und dass die kontrolliert eingebracht werden kann, kontinuierlich, gleichbleibend und staubunabhängig, das heißt einen humanitären Arbeitsplatz hier zu schaffen. Mhm. Und was mir noch gefällt hat, ist dann die Idee, wie kann ich das Ganze noch automatisieren? Wie kann ich hier zum Beispiel diesen Prozess ohne Mitarbeiter fahren, der das sehr gut in das Gesamtsystem, den Gesamtkomplex mit allen Prozessen gut integrierbar war? Und das war bisher nicht der Fall. Das war der einzige Prozess, der immer manuell gemacht wurde. Und dann kam sie ins Spiel. Ja, wenn Sie so wollen. Ja. Gut, wir haben natürlich im Vorfeld nicht an einer vollautomatischen Lösung gearbeitet. Bei uns kam der Druck von den Betrieben, die einfach eine optische Kontrolle wollten und natürlich auch eine Kontrolle über Wiegezellen. Und das hat sich auch bei uns über die Jahre entwickelt. Und ich weiß gar nicht, wo wir uns da oder wie wir uns da über den Weg gelaufen sind. Auf irgendwelchen Messen, glaube ich, oder was, genau. Über Kunden, die dann gesagt haben, wir arbeiten schon mit Weinmannbrücken und Tischen und so sind wir heute dann ins Gespräch gekommen. Kann man denn heute schon sagen, dass es sich gelohnt hat? Ja, für uns auf alle Fälle. Es geht ja da in gewisser Hinsicht um Image und um unsere Marke und diese Zusammenarbeit hat sich auf alle Fälle gelohnt. Mhm. Gewinnen tut mal der Endkunde, der bekommt eine gleichbleibende hohe Qualität, eine Sicherheit, eine garantierte Sicherheit, dass das auch in 20 Jahren noch gleich gedämmt ist und durch das, dass er automatisiert werden kann, gehen die Lohnkosten und so weiter herunter. Wenn man das Ganze mal rechnet, dann ist diese ökologische Isolierung nicht teurer als die herkömmliche Isolierung. Das ist ein gewaltiger Vorteil für uns alle. Wenn wir jetzt bei der ökologischen Dämmung und Isolierung, Dämmung heißt es ja eigentlich richtig, sind, Gutex ist ein Hersteller von ökologischen Holzfaserdämmstoffen. Seit einigen Jahren gibt es Thermofiber als Einblasdämmstoff. Seit 2012, hören wir gerade. Wie würden Sie das sehen in der Zusammenarbeit? Sind Sie da die logische Konsequenz in dieser Zweierkette am Anfang und Sie jetzt als Hersteller von Dämmstoffen der Dritte im Bunde? Ja, ich denke auf alle Fälle, weil sich die Holzfaser erstmal in anderen Bereichen ja schon in der Vergangenheit erfolgreich etabliert hat und Holzfaser generell eine sehr große Akzeptanz genießt, vor allen Dingen im Holzbau und jetzt natürlich auch die Holzfaser im Gefach. Also im Gefach kommen ja auch ebenso wie auf dem Dach natürlich die ganzen Vorteile auch voll zum Tragen. Und ja, ich denke einfach, die Holzfaser ist in der Entwicklung jetzt einfach so weit, dass er auch jetzt inzwischen auch sehr gut geeignet ist als Hohlraumdämmung und die Zeit ist einfach reif. Und ja. Also Holzfaserdämmstoff ist eine Möglichkeit. Herr Meier, Sie sind Moderator hier bei der Veranstaltung, haben jetzt auch gerade einen Vortrag gehalten. Sie kommen aus der Praxis. Wie schätzen Sie das ein, diese industrielle Fertigung eigentlich von Holzrahmenbauelementen, von modernen Holzbau? Wird es da weitergehen oder gibt es da noch welche, die sagen, na, das ist für mich nichts? Ja, die gibt es immer. Die sagen, es ist für mich nichts, aber der Herr hat das eindeutig gesagt. Wenn man in eine Fertigung reingeht und sieht, wie teilweise hochautomatisiert die Fertigung ist und dann kommst du an den Verlegetisch mit der Gefachdämmung, dann ist das wie vor 50 Jahren, hält alle auf, ist für die Arbeitsbedingungen, was die Arbeitsbedingungen anbelangt,
sehr überholt und da fehlt einfach genau dieser Automatisierungsschritt, den man hier im Dreiklang mit einem sehr, sehr guten Automatisierer, mit demjenigen, der die Einblastechnik beherrscht und denjenigen, die wissen, wie man Faser gut herstellt, dass es auch ordentlich eingeblasen werden kann, das passt genau. Und genau in der professionellen Konstellation hat man auch Erfolg im Fertigausbau, weil die wollen Profis sehen. Und trotzdem gibt es wahrscheinlich eine Betriebsgröße, wo man genau rechnen muss. Ne? Ist ja auch eine Investition. Immer genau rechnen, aber der Herr Ott wird heute Nachmittag einen Vortrag zeigen, dass man so intelligent die Anlagen konzipieren kann, dass man schon bei Betriebsgrößen ab 30 ja, sehr rentabel arbeiten kann. Aber ich denke schon, das, was Sie sagen, geht in die richtige Richtung, dass je größer die Firma ist, umso größer wird der Effekt wahrscheinlich sein, vermute ich mal. Man sieht es auch, was das für einen Anklang findet. Alle namhaften Firmen sind hier. Das heißt, denen brennt es echt unter den Nägeln. Da ist ein Thema, wo sie schon lange drauf warten. Wir haben vor 20 Jahren schon Überlegungen angebracht, wie kann man das automatisieren und. Und jetzt ist die Zeit reif, jetzt mit im Zusammenspiel mit anderen, so funktioniert das. Und ob wir noch mal so eine Veranstaltung machen, da bin ich mir ganz sicher. Ganz sicher, weil wir zeigen heute bei der Firma Flug einen Betrieb, der so 30 Häuser produziert und weiß und auch sagen kann, dass es wirtschaftlich ist, diese Lösung. Und wir wollen das nächste Mal eine größere Firma nehmen, wo man dann, ich sage mal 100 Häuser oder weiß ich, wo eine separate Brücke ist, wo man dann auch sieht, wie man dann Dach und Decke und Wand und Giebel und Sonderwände, wie man die hier optimal dann befüllt. Gut, das ist der Ausblick für heute Nachmittag. Da sind wir gespannt. Ein Betrieb in Blumberg, wo wir hingehen, eine kleine Exkursion machen. Damit endet es hier. Ich danke Ihnen und noch eine gute Veranstaltung Ihnen. Dankeschön. Tschüss.